Und da sind wir wieder zurück bei Mass Effect Andromeda. Also, wir sind hier noch stehen geblieben. Ah ja, genau, Fähigkeitspunkte. Schön, dass ich mich verklickt habe. Super Sache. Die Schrotflinte wollte ich etwas stärker machen. Schrotflintenschaden, Verstärkung plus 25, Nahkampfschaden, Verstärkung 40. Nahkampftreffer erhöhen 20 Sekunden lang den Schrotflintenschaden. Schrotflintentreffer erhöhen 3 Sekunden lang den Nahkampfschaden, das ist Quatsch. Wir machen Schrotflintenschaden und Schrotflintenstärke. Ja, perfekt. Also komm, wir probieren irgendwie trotzdem die Leiche hier noch zu holen. Ich hatte da das letzte Mal ja irgendwie Mühe, indem ich nicht hingekommen bin. Jack, hat Gil sie wieder geschlagen? Ja. Mich auch. Gil verliert nicht. Das ist so nervig. Ah, scheiße. Okay, es ist keine gute Idee, damit in Kontakt zu kommen. Ja, das ist klar. Oh. Hier hast du einen Behälter drauf. Was Schönes dabei? Ja. Wow, 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 wow. Dann tut das weh. Ah, hier. Das dürfte es gewesen sein. Wir haben gefunden, was möglich war. Gehen wir zurück zu Scenario. Die Truhe enthält persönliche Gegenstände. Sie ist auf die Passero registriert. Die Passero? Dann stammt sie von der Salerianischen Arche. Das heißt, sie haben es durch den Orkusnebel geschafft. Wie es aussieht, sucht ein Bergungsteam nach diesen Truhen. Und das bedeutet, es gibt noch mehr von ihnen. Die Salarianer sind irgendwo da draußen. Aber das wäre so schön, wenn endlich mal die Salarianische Arche noch dazu kommt. Wir sind die einzige Arche, die angekommen ist. Wir haben keinerlei Kontakt zu den anderen. Das ist sehr, sehr frustrierend. Wir könnten Unterstützung echt gut gebrauchen. So. Hallo. Haben Sie die Fundorte der Opfer? Nur so ist gewährleistet, dass Ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Oder Sie geben mir die Daten und erhalten eine schnelle Belohnung. Etwas Reelles. Ach Quatsch, Gerechtigkeit, komm. Jemand muss für diese Morde zur Rechenschaft gezogen werden. Danke. Eine Zivilisation ist nichts ohne Gerechtigkeit. Naja, das ist... Das Problem ist halt, wenn es keine Gerechtigkeit gibt, macht jeder ein bisschen das, was er will. Können die den Anstand auch gleich an den Nagel hängen. Regeln braucht's halt eben schon. Oh, ich sehe gerade, dass das hier der letzte ist. Den wir noch aktivieren können, sollten müssen dürfen. Ah, und da ist eine Passage hoch. Okay. Ich habe mich das letzte Mal schon gewundert, dass ich hier vorbeigefahren bin. Oh, ich liebe den Schild, den er aufbaut. Wäre doch nur schöner, wenn er länger hält. Das wäre super. Man kann nicht alles haben, ne? Einfach gleich mal von Anfang an alle. Oben drauf. Oh, yeah, Sudoku. Ich hab's. Ich schätze, wir müssen auch den Rest dieser Dinger finden. Oh, hi. Wieder so ein Ding zu scannen. Gibt's mehrere hier eigentlich? Eine Relikt kommt selten allein. Das jetzt alle? Ah nein, ich brauche noch einen. Oh, wo ist denn der letzte? Irgendwo da hinten. Das ist bloß die Frage, wo? Ach so, noch ein Tick weiter hinten. Ah, hier oben. Ah. Damit müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder.
Okay. Dann lösen wir mal ein Sudoku. Aber es sieht nach einem einfachen aus. Oder? Nein. Der kann nur hier gesetzt werden. Aha, ja, jetzt. Okay. Das bin ich auch am Überlegen. Hier, Glyphen wechseln. So. Finde ich eindeutig. So. Haben wir hier eine Möglichkeit? Dann haben wir hier ganz kleine Möglichkeit. Und dann kommt der natürlich hier hin. Können wir hier auch wieder aus. Aber es könnte sein, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Ah nee, ist alles gut. Das dachte ich schon. So, sollte richtig sein. Jawohl. Sehr gut, Ryder. Einer erledigt. Bleiben noch zwei. Quatsch. Wir haben die anderen zwei zuvor erledigt. Das Gefühl, ich glaube, das Gefühl, Ryder wird langsam senil. Schon zu viel toxische Gifte eingeschnüffelt. Das ist eben Gehirn kaputt gegangen. So, also. Im alten Labor gehen. Komme ich den Berg eigentlich hoch mit dem Fahrzeug? Der gewinnt, ne? Eierlegt. Wuhu! So. Dann hier durch. Boah! Wir haben Ziele! Ja, easy. Ja, das ist das alte Labor. Oh, das wird Spaß machen. Klingt gut. Wie ich die Scharfschützen von denen hasse. Wie er schon umläuft. Schön säuberlich. Saudi. Da noch mehrere. Wer hat das Kollektiv eingeladen? Ciao. Ja, das ist natürlich gut. Noch mehr Feinde. Wow, shit. Der Sprung war wohl nix. Warum hat das Kollektiv jetzt das Gefühl, dass die mitmischen müssen? Noch nicht fertig. Hallöchen. Nein. Oh.
Aber den kriege ich wieder, weil dann nichts fliegt. Sehr gut. Mann, ich verfehle. Das gibt's nicht. Ich verfehle einfach. Nett. Ganz du. So, die Forschungsdaten. Krallen wir uns. Dann hat sich das erledigt mit den Drogen. Komme ich so vor wie der gute Samariter. Oh. Ich hätte nicht erwartet, dass hier jemand lebt. Tun Sie mir nichts. Hallo? Bitte nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Kooperieren Sie mit uns, dann überleben Sie ganz einfach. Geben Sie mir einfach die Oblivion-Formel, dann haben Sie nichts zu befürchten. Wie heißen Sie? Dr. Arena Ferenc. Ryota schickt Sie, nicht wahr? Und er hat Ihnen bestimmt diese herzergreifende Geschichte erzählt, Sloan hätte seinen medizinischen Durchbruch missbraucht. So in etwa, ja. Oblivion war nicht seine Entdeckung, sondern unsere. Vielleicht lügen Sie ja auch. Und woher weiß ich, dass Sie die Wahrheit sagen? Weil ich mich nicht hinter einer Maske falscher Moral verstecke. Oblivion sollte von Anfang an eine Droge werden, die zu extremer Abhängigkeit führt. Ihr medizinischer Nutzen war lediglich eine Begleiterscheinung. Das ergibt keinen Sinn, oder? Wieso hat Dr. Nakamoto die Verbannten dann verlassen? Ryota hat uns nicht verlassen, er wurde gefeuert. Er hat Sloan unter Druck gesetzt, um für sich einen größeren Anteil herauszuschlagen. Wie oft haben Sie sich mit ihm unterhalten? Einmal? Ich kenne Ryota seit Jahren. Und alles, was ihn interessiert, sind Credits. Aber Sie sind anders. Mir ist mein Leben wichtiger als Credits. Wenn Sie Ryota die Formel geben, bin ich so gut wie tot. Dafür wird Sloan schon sorgen. Wieso sollte Sloan Sie töten? Ich habe in Sloans Organisation nicht sonderlich viele Ärzte gesehen. Sie sind zu wertvoll, um sie zu töten. Sie wird mein Verhalten als Kooperation mit dem Feind betrachten. Und Loyalität ist Sloan wichtiger als Fachwissen. Mal nachdenken. Was macht mehr Sinn? Also, als wir ihn gefunden haben, war er Leute am Verarzten. Es ist eine Droge. Was bringt es, wenn ich ihm das bringe? Oh, ich muss mal die Gedanken sortieren. Aber mal richtig. Also, das Kernziel von mir ist, diese Droge aus der Welt zu schaffen, dass möglichst wenig Leute davon abhängig sind. Wenn sie wirklich medizinisch nützlich ist, kann ich... ...es vielleicht brauchen. Boah, das ist sehr, sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Ich kaufe hier die Story mal nicht ab. Boah, ich weiß es nicht. Oder soll ich hier die Story auf... Behalten Sie die Formel. Nein, ich nehme die Formel an mich, komm. Ich kaufe Ihnen die Story nicht ab. Folgendes. Selbst wenn sie sagt, ja, ich habe... Scheiß drauf. Ich kaufe Ihnen die Story nicht ab. Sie lügen, was Dr. Nakamoto betrifft, damit ich Ihnen die Formel überlasse. Sind Sie bereit, mein Leben darauf zu verwetten? Ja. Sie verdammtes Arschloch. Ehrlich gesagt,
Ja, sei es drum. Islams brauchen neue Lieferungen und passen Sie die Dosierung an. Es sind wieder zwei gestorben, das ist schlecht fürs Geschäft. Sie sollten süchtig werden, nicht sterben. Okay. Dosierung. Dosierung. Wir werden es dann sehen. Wir werden es sehen. Wir werden auch sehen, ob sie stirbt oder nicht. Es ist ja nicht so, dass sie eine Wahl hätte. Ich komme hier bewaffnet rein. Also komm, wir reisen mal schnell zurück. Ich will die Antwort jetzt wissen. Die richtige Entscheidung oder die falsche? Wir werden es gleich sehen. Auch hier eben, er versorgt gerade Leute. Jetzt bin ich gespannt. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Es gibt gute Neuigkeiten, Doktor. Ich habe Ihre Formel. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Dr. XY wollte mich aufhalten, keine Ahnung. Ferenth, irgend sowas. Eine Ihrer früheren Kolleginnen. Dr. Ferenc hat mir erzählt, Sie wären an der Entwicklung von Oblivion beteiligt gewesen und es sei immer als Droge gedacht gewesen. Das ist eine Lüge. Außerdem ist Arena überhaupt keine Ärztin. Das dachte ich mir schon. Alles, was ich von Ihnen gesehen habe, zeigt mir, dass Sie ein anständiger Mann sind. Danke, Pathfinder. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Pathfinder. Finanzierung der Klinik. Wie kann sich eine kostenlose Klinik hier halten? Durch anonyme Spenden, die zweifellos vom Scharlatan kommen. Aber wir können es uns nicht leisten, wählerisch zu sein. Haben Sie etwas gegen den Scharlatan? Ja, dasselbe, was ich gegen Sloan habe. Sie interessieren sich nur für Profit und Kontrolle. Mir geht es um die Leute. Ich habe mich doch richtig entschieden. Arbeit für Sloan. Wie war es für Sloan zu arbeiten? Ich hatte genug zu essen und eine vernünftige Ausrüstung. Sloan kümmert sich um ihre Leute. Aber... Die Verbanden sind skrupellos. Morde, Verstümmelungen und Körperverletzungen sind an der Tagesordnung. Damit will ich nichts zu tun haben. Sie müssen doch gewusst haben, dass es zur Gewalt kommen würde, als Sie sich dem Aufstand angeschlossen haben. Ich habe mich nicht dem Aufstand angeschlossen. Sondern meinen Patienten. Ich konnte nicht zulassen, dass sie die Nexus ohne einen Arzt verlassen. Also hassen Sie die Initiative nicht? Hass ist ein nutzloses Gefühl. Genau wie Bedauern. Wir müssen einfach das Beste aus unserer Situation machen. Das ist alles. Ihre Geschichte? Sie hatten bestimmt etwas anderes erwartet, als Sie sich entschieden haben, nach Andromeda zu kommen. Ja und nein. Ich habe mich der Initiative angeschlossen, um Leben zu retten. Die Reise in eine neue Galaxie ist gefährlich und ich wusste, ich kann helfen. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass ich es in einem Frachtcontainer tun würde. Meine liebe Gadara. Wie gefällt Ihnen Gadara? Er ist zwar nicht der schlimmste Planet in Helios, hat aber dennoch seine Tücken. Die größte Sorge bereitet uns das Wasser. Was stimmt mit dem Wasser nicht? Es ist hochgiftig. Sind Ihnen die Rohrleitungen aufgefallen, die durch den Hafen verlaufen? Sie sind Teil eines alten angaranischen Bewässerungssystems. In den Badlands müssen die Leute ihr Wasser per Hand filtern. Dabei ist die Fehlerspanne natürlich deutlich größer. Die meisten meiner Patienten leiden entweder an den Folgen von Schusswunden oder einer Wasservergiftung. Alles klar, danke. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Danke. Es gibt tatsächlich noch viel zu tun. Ja. So, da sind wir wieder. Also, Entschuldigung für den kleinen Cut. Gab Störgeräusche, die wollte ich rausnehmen. Ist aber ansonsten nichts passiert. Also, was ich sagen wollte, bevor ich hier den Raum verlasse. Der Grund, warum ich diesem Arzt hier traue, ist, als wir miteinander geredet haben, befand er sich hier in diesem Container und hat Leuten geholfen.
Die andere befand sich bei Feinden im feindlichen Lager, die mich angegriffen hatten. Also, ich habe hier auf die Umgebung geachtet. Die Umgebung, wer alles in der Umgebung ist, ob gut oder böse. Und er hatte gute Leute, beziehungsweise Leute, denen er hilft in der Umgebung, und sie hatte schlechte Leute in der Umgebung. Und das war für mich der ausschlussgebende Punkt, mich so zu entscheiden. Schlussendlich die richtige Entscheidung. Von daher muss ich sagen, Glück gehabt. Ha! Nein, es war schwierig. Hier ist man extrem schnell verleitet, die falsche Entscheidung zu treffen. Ich hatte Glück. Zumindest fand ich hatte Glück. Also, wir haben unten noch was. Ich fahre mal runter. Nachher fahre ich dann so hier hoch. Und dann gucken wir, was da oben noch alles ist. Das heißt, wir machen eine kurze Spritztour. Bin mal gespannt, was wir rechts unten haben. Was war die schlimmste Situation, in der Sie je waren, Drake? Sehen Sie sich um. Wirklich? Sie sind 1400 Jahre alt und das hier ist das Schlimmste? Ärger fühlt sich immer dann am schlimmsten an, wenn man mittendrin steckt. Alles andere ist nur eine gute Geschichte. Das hat was. Wir haben hier aber auch noch viele Missionen, so wie es aussieht. Wir gehen aber zuerst mal zu dem Punkt hin. Ist ja schön, dass wir hier eine Straße haben, wo ich wieder Vierradantrieb brauche. Oder Allradantrieb. Weiß gar nicht. Ich glaube, wenn ich hochfahre, dann fahre ich auf allen sechs, ne? Und wenn ich normal fahre, dann ziehe ich die mittleren hoch, glaube ich. Und habe nur Druck auf vier. Also zwei Achsen. Spirit Sledge. Neue Art entdeckt. Alles klar. Wir fahren einfach durch, wo gar keinen großen Krieg am Zettel. Es ist doch wesentlich größer, als ich dachte. Aktiviere automatische Errichtung. Ja, jetzt stellt sich mir nur die Frage. Wenn ich hier nach vorne fahre, was kommen die denn noch hin? Das hier jetzt ist in Ordnung. Seien Sie vorsichtig. Wer auch immer diesen Schrott zusammengetragen hat, wird sein Territorium verteidigen, wenn wir ihm zu nahe kommen. Abbauzonen wurden Ihrem Nav-System hinzugefügt, Pathfinder. Oh. Wir haben hier einfach nochmal ein riesengroßes Gebiet. Warum ist die Schnellreise nicht möglich? Jetzt, oder? Muss ich aus dem Fahrzeug sein? Okay. Ich würde sagen, wir stellen noch die Lady zur Rede, die uns da in die Falle gelockt hatte. Beziehungsweise, ich bin mir gar nicht sicher, ob es ist gut, jemand mit Erfahrung im Team Ach zu Gott, haben. Jedes Mal, wenn ich was das erklären will. Ich habe Dinge gegessen, die älter waren als Sie alle. Gut. 3 Tage Bauchschmerzen inklusive. Also, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Hinterhalt war, sondern es könnte auch einfach ein Zufall gewesen sein. Oder sie wollte die Beute wirklich und hat uns noch reingelegt, um uns und die Beute abzugreifen. Sieht aus, als hätten diese Exilanten Tech aus dem Hafen gestohlen. Wir sollten uns vorsehen. Wir sind hier wirklich voll am Kriegen, ne? Das Kollektiv. Naja. Das ist alles noch ein böses Ende. Wenn einfach noch eine dritte Partei mitmischt, bin ich gespannt, was passiert. So, also. Die Lady hat mir jetzt einiges zu erklären hier. Oh.
Wieder zurück. Der Nav-Punkt war eine Falle. Eine Falle? War das Lager nicht dort? Tun Sie nicht so unschuldig. Sie haben mich in einen Hinterhalt geschickt. Ich habe Sie nirgendwo hingeschickt. Ich habe eine Position geliefert. Sie haben beschlossen, dorthin zu gehen. Ich bin für das Handeln meiner anderen Kunden nicht verantwortlich. Andere Kunden? Ich habe den Nav-Punkt mehrfach verkauft, möchte aber zur Verteidigung anführen, dass es unerwartet war, dass sie alle gleichzeitig dort auftauchen. Ich will mein Geld zurück. Ich will meine Credits zurück. Tut mir leid, Schätzchen, Rückerstattungen gibt's bei mir nicht. Außerdem haben sie doch ihre Waffen bekommen. Aber ich mag keine unzufriedenen Kunden. Ich gebe ihnen einen Rabatt für ihre Unannehmlichkeiten. Das ist mehr als fair. Mehr als fair? Oh, Baby, du kannst froh sein, dass ich dir nicht eine Kugel in den Kopf jage. Scheiß auf deinen Rabatt. Ich kauf doch nichts bei dir. Ich will kein Geld von mir. Du musst ja jetzt so in die Falle locken, dann nachher noch das Gefühl haben, ich würde da mitziehen. Oh no, sicher nicht. Gut, also wir machen Folgendes. Wir hauen uns hier mal hin. Eine klitzekleine Pause. In der nächsten Folge geht's weiter. Mal schauen, was Sache ist. Denn wir haben noch viel zu tun, und zwar rechts oben. Auf der Karte, genau, hier haben wir noch einen Aufklärungspunkt. Dann in den Bergen noch, und hier hinten haben wir noch mehr. Da gucken wir vorbeigucken. Aber gut, das Ganze in der nächsten Folge von Mass Effect Andromeda. Ich freue mich drauf. Bis dann.